Moin, moin, grüßt euch Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Originallackfetischist. Vielleicht hat der ein oder andere mein letztes Video gesehen, in dem ich die beiden S50 vorgestellt habe, mit so wenig Kilometern erst auf den Tacho. Dieses Fahrzeug hier ist das dritte im Bunde, was ich bekommen habe. Ihr werdet jetzt sagen, ja toll. Eine billardgrüne S51 Elektronik. Das ist erstmal richtig. Und dieses Modell, also die S51 B24-1, gab es nämlich auch in weiteren Farben, die natürlich etwas seltener zu finden sind, wie dieses billardgrün. Das billardgrün ist ja das Aushängeschild damals gewesen für die Elektronik. Für dieses Modell wurde ja eigentlich die Farbe damals 1980, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich eingeführt. Naja, wie auch immer. Wir können ja mal kurz ins Museum gehen und da zeige ich euch mal fix die anderen Farben, die es noch gibt. So, da sind wir wieder. Hier seht ihr nämlich, es gab die S51 B24-1 auch in Sahara Braun oder in Saftgrün, sehr selten zu finden, in Olympia Blau und hier hinten seht ihr auch Ibiza Rot. Und für den Export gab es die S51 B24 sogar in Silbergrau. Ich kenne sie ausschließlich für den Export, aber vielleicht könnt ihr ja auch etwas anderes darüber berichten. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, und was macht diese B2 hier jetzt nun so besonders, dass ich sie unbedingt in die Sammlung haben wollte? Und zwar hat dieses Fahrzeug ebenfalls kaum Kilometer auf den Tacho. Zwar nicht so wenig wie die beiden S50, aber immerhin stehen hier erst 5.954 Kilometer drauf. Und wenn ich mir das restliche Fahrzeug so anschaue, ist das auch alles authentisch. Ich gucke dann meistens erstmal auf den Ständer. Wenn der Ständer nämlich noch, wenn ihr das sehen könnt, richtig viel Futter hier unten hat, dann wurde das Fahrzeug noch nicht so viel bewegt. Und dann kann man halt auch gucken, wie die Griffgummis abgenutzt sind oder die Kupplung und Bremse schon nachgestellt wurde oder das Profil. Es gibt so mehrere Indikatoren, die man sich dann anschauen kann. Die S51 B24 wurde ja von Anfang an gebaut, von 1980 bis Mitte 83. Und dann kam dieses Modell hier. Und dieses Modell ist dann die Schrägstrich 1 und löste halt die erste Variante ab. Und dieses Modell hier war gekennzeichnet, dass es serienmäßig Faltenbälge vorne an der Telegabel besaß. Und der Kotflügel vorne hatte auch nicht mehr die Strebe, wie man sie auch von der S50 kannte. Und Mitte 83 kamen auch die großen Abziehbilder. Der Sitzbankbezug war nicht mehr der glatte, sondern gesteppt. Und hier am Fahrzeug ist sogar noch eine kleine Besonderheit. Diese Sitzbank ist eine Enduro- oder Komfortsitzbank. Die hat hier hinten ein Keil drinnen, dass man höher sitzt. Dieses Fahrzeug ist Baujahr 87. Und 87 kenne ich auch schon von meiner S70 E2. Besitzt vorne und hinten schwarze Blinkerarme. Ja, wenn wir mal vorne gucken. Das kenne ich so eigentlich normalerweise bis dato auch nicht, sondern immer nur verchromt. Oder halt dieses Schwarz von den allerersten S50, aber sonst die ganzen S51 hatten stets verchromte Blinker. Aber hier sind halt schwarze Arme. Die Zündspule ist die kleine und unter den Tank. Da findet man übrigens auch das Datum drauf. Baujahr 87. Der Vergaser ist der N3-4 und der N3-Vergaser kam ja bereits ab Mitte 86 schon in die Serie. Ich habe mir sagen lassen, als Besonderheit für dieses Schrägstrich 1 Modell kam auch der Klapp-Kickstarter mit dran. Ich dachte eigentlich, dass
die ersten Jahre noch der normale Kickstarter verbaut war, aber anscheinend gab es das ja doch, weil an diesem Fahrzeug wurde laut Vorbesitzer noch nichts geändert. Der ältere Herr, von dem das mein Kumpel abgeholt hat, sagte, er hat das so damals in der Verkaufsstelle neu gekauft und hat nichts dran gemacht. Und wenn ich mir das Fahrzeug so anschaue, glaube ich das auch. Hinten sind für das Modell die typischen Federbeine verbaut. Nicht verstellbar, aber mit diesen außenliegenden Federn. Die Griffgummis sind das neumodische Waffelmuster, was 86 in Serie kam. Hier gibt es bei 87 eine kleine Besonderheit, und zwar die Markierung hier für die Scheinwerfer zum Umschalten auf das Abblendlicht oder Fernlicht sind hier mit einem kleinen Aufkleber versehen und nicht gegossen, wie man es sonst eigentlich kennt. Der Tacho hat auch noch die alte Tachonadel. Und in dem Tank ist noch ein Wassersieb oder Schmutzsieb verbaut. Was an diesem Fahrzeug etwas unschön ist, sage ich mal, ist auf dieser Seite. Und zwar das Abziehbild hat nämlich einen Schaden genommen beim Aufbringen oder im Laufe der Jahre. Ich weiß zwar nicht, wie sowas passieren kann. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das ist regelrecht verschoben. Damals waren ja die Qualitätskontrollen schon recht streng. Normalerweise hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas in den Verkauf gehen könnte, aber sieht ganz danach aus, weil nachträglich passiert sowas eigentlich nicht. Der Auspuff hier unten auch noch sehr schön erhalten. Kaum Rost und keine Delle. Was wir uns mal zusammen noch angucken können, ist das originale Bordwerkzeug. Hier oben seht ihr das originale Lenkerschloss. Das habe ich jetzt nur reingesteckt. Und die beiden Schlüssel für den Seitendeckel. BAB. So, und dann schauen wir mal zusammen rein. Aber erfahrungsgemäß macht sich das mit einer Hand immer nicht so gut und deswegen lege ich euch mal kurz beiseite. Bis gleich. So, dann schauen wir uns mal den Herzkasten an. Hier seht ihr auf der linken Seite das originale Bordwerkzeug und oben den Narva Glühbirnenersatzkasten und die originale Batterie sogar noch verbaut. Das Bordwerkzeug können wir uns gerne mal zusammen etwas näher anschauen. Da seht ihr den großen Schraubendreher, den Hakenschlüssel, dann die ganzen Maulschlüssel, einen kleinen Schraubendreher und natürlich das Simson-Flickzeug. Und in diesem kleinen Flickzeug ist immer noch eine kleine Messlehre drin für den Unterbrecherabstand, nee, Zündkerzenabstand. Am Fahrzeug findet ihr noch einen alten Aufkleber. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein Freund von zusätzlichen Aufklebertuning. Aber dieser muss eindeutig bleiben, vom 6. DDR-Rundfahrt der ehemaligen Potsdam 87. Was an dem Fahrzeug auch immer noch schön anzusehen ist, wenn die ganzen originalen Schläuche noch alle dran sind. Hier drüben zum Beispiel der Überlaufschlauch vom Vergaser. An den wenigsten Fahrzeugen noch zu finden und ist wahrscheinlich auch nur für irgendwelche verrückten Sammler interessant. Was ich mir nicht so recht erklären kann, ist der Spiegel. Eigentlich ist es dieses Modell damals ausgeschrieben, dass es als Besonderheit den großen Muschelspiegel besitzt. Aber hier
ist noch der kleine Spiegel verbaut. Wenn ihr euch das erklären könnt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich mache mal kurz den Herzkasten wieder zu. So sieht das Ganze schon gleich viel besser aus. Und was ich natürlich auch noch vergessen habe zu erzählen, der Tacho ist ja ein 100er, hat noch die alte Nadel und der Außenring ist schwarz oder blau eloxiert, dunkelblau. Bis Anfang 85 oder Ende 84 war das Ganze ja noch verchromt. Und der Gepäckträger ist bei diesem Modell der mit den großen Bügel, also der ganz normale Standard. Den kleinen Bügel hatten ja nur die Enduros und dann ab 89 auch die Komfortmodelle. Das Rücklicht ist das große, ohne Kennzeichenbeleuchtung. Hier wurde in den Kotflügel leider schon mal zwei Löcher gebohrt für das Kennzeichen, aber sowas bleibt halt nicht aus. Ich habe das Fahrzeug noch nicht groß geputzt, aber der Rahmen, es sieht alles schon super erhalten aus. Auch die originalen Kabelbinder, zwei an der Schwinge und zwei am Obergurt, sind auch noch vorhanden. Die originalen Nieten vom vorderen Kotflügel. Oftmals findet man ja dann irgendwelche Schrauben oder anderes. So, ich glaube, ich habe euch auch soweit alles gezeigt an dem Fahrzeug. Was sagt ihr dazu? Gefällt es euch? Würdet ihr es behalten? Was damit anstellen? Zum Fahren bringen oder in die Sammlung stellen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und wenn ihr mich noch etwas unterstützen wollt und Bock auf ein paar coole Klamotten habt, dann schaut doch mal in meinen Shop vorbei. Ich würde mich freuen.